Am 15. Februar ging bei RTL ZWI die neue Die Wollnys-Staffel an den Start. Und gleich die erste Episode hätte wohl kaum emotionaler sein können, denn Silvia Wollny weinte darin bittere Tränen. Die Wollnys. Silvia Wollny weint bittere Tränen. Endlich wieder neue Folgen von Die Wollnys. Lange hatten die Fans von Deutschlands wohl bekanntester Großfamilie gewartet, und am 15. Februar war es dann endlich soweit. Silvia Wollny und ihre Kinder sind zurück im TV. In der ersten Episode drehte sich dabei alles um den anstehenden ersten Geburtstag von Sarafina Wollnys Zwillingen Emory und Kasai am 18. Mai 2022. Die beiden waren ein Jahr zuvor per Notkaiserschnitt ganze 10 Wochen zu früh zur Welt gekommen und mussten die ersten Wochen ihres Lebens im Krankenhaus verbringen. Lange bangten die Wollnys um das Leben der beiden kleinen Jungen. Emotionaler Rückblick für Emory und Kasai. Dass der erste Geburtstag der Zwillinge also eine ganz besondere Bedeutung für ihre Eltern Sarafina und Peter Wollny, aber auch für Oma Silvia Wollny hat, ist klar. Umso wichtiger war es der 58-Jährigen offenbar, diesen Tag so besonders wie nur möglich zu gestalten, und das dürfte ihr definitiv gelungen sein. Obwohl es im Vorfeld hier und da zu einigen Missgeschicken und zu einem Zoff mit Harald Elsenbast kam, überwogen am Ende dann doch die Freude und die Emotionen. Um Peter und Sarafina zu überraschen, hatte Silvia Wollny nämlich einen Rückblick des ersten Jahres von Emory und Kasai zusammengeschnitten. Wir haben uns als Familie eine kleine Überraschung ausgedacht und möchten euch das gerne präsentieren. Ein Rückblick von Emory und Kasai, kündigte sie an. Es folgten etliche Bilder und Videos, die die Wollny-Zwillinge beispielsweise während ihrer Zeit im Krankenhaus zeigten, und bittere Tränen. Es waren schreckliche Momente, dieses Bibbern über Wochen. Schaffen sie es nicht. So Silvia Wollny sichtlich berührt. Weiter erklärte sie, was wir euch noch sagen wollen, wir sind sehr, sehr stolz auf euch, dass ihr diese Hürde so gut gemeistert habt. Auch meinen anderen Kindern, ich bin auch stolz auf euch, auch ihr schafft es mit euren Kindern toll. Als Tochter Sarafina Wollny ihr dann in die Arme fiel, kullerten bei allen Beteiligten dicke Tränen. Wie rührend, heute geht es Emory und Kasai Gott sei Dank gut und die kleinen Kämpfer, wie ihre Mama sie nennt, entwickeln sich prächtig, und in diesem Jahr dürfen sie sich außerdem über ein Geschwisterchen freuen, denn Sarafina ist erneut schwanger. Thank you.